Als nach Tunesien ging es in Ägypten weiter. Ich kann mich noch gut an die Rede erinnern, die Mubarak einen Tag vor seinem Rücktritt gehalten hat. Wurde ja live übertragen. Ich glaube, ich kann mich so gut erinnern, weil sie mich an einen Filmklassiker erinnert hat. Die Mumie mit Boris Karloff. Warum sollte ich zurücktreten? Dafür gibt es doch gar keinen Grund. Ja, das hat seinen Landsleuten die Schuhe ausgezogen. Was soll man sagen, Hosni Mubarak? Senil am Nil. Nun gut. Ich will jetzt mal was tun, was ich normalerweise zu unterlassen versuche. Es klappt nicht immer, aber ich versuch's. Ich möchte mal einen richtig schlechten Witz erzählen. So einen richtig fiesen, blöden, dämlichen, nichtsnutzigen Witz. Was heißt Kuhstall auf Arabisch? Mubarak, ihr kennt ihn auch. Jetzt, warum bringe ich hier diese lahme Pointe an? Mir ist im Februar was Schockierendes klar geworden. Ich kenne diesen Witz, seit ich in der dritten Klasse war. Mit 8 Jahren findet man sowas noch lustig. Und das ist nun wirklich schon eine ganze Ecke her. 29 Jahre hat er sein Land regiert. Unglaublich. Und er war immer so nett zu uns. Ja? Deshalb haben wir ihn all die Jahre mit Geld und Waffen unterstützt, weil es schön ist, einen Diktator zu haben, der nett zu einem ist. Damit wir uns nicht schon wieder einen neuen Namen merken müssten, hat er gleich noch versucht, seinen Sohn zum Nachfolger aufzubauen. Aber so nett ist der zu uns, aber da sind wir im Irrtum. Es gibt nämlich keine netten Diktatoren. Diktatoren sind das Gegenteil von nett. Aber das erklärt mal den Westerwelle. Ja, und als nächstes Libyen. Die Revolution in Libyen verlief vergleichsweise chaotisch, ein völliges Durcheinander. Aber das ist auch kein Wunder, wenn ausgerechnet der einzige staatlich anerkannte Revolutionsführer im Land nicht mitmachen darf. Nun, die Franzosen und Briten haben immerhin die Rebellen militärisch unterstützt. Wir nicht. Wir haben nicht mal mehr die Franzosen und die Briten unterstützt, geschweige denn diese Revoluzer dort. Da standen, ja, im Weltsicherheitsrat haben wir uns enthalten. Im Gegensatz zu all unseren Freunden und Verbündeten, da standen wir dann schön in der Schmollecke mit den lupenreinen Demokraten von Russland und China. Ja, warum hat der Westerwelle sowas angeordnet? Vielleicht, weil unsere Bundesregierung zu genau wusste, was für Waffensysteme Gaddafi hat. Man könnte es fast meinen, immerhin haben wir sie geliefert. Aber nein, es standen Landtagswahlen an und die Deutschen sind ja ach so pazifistisch. Nun, dabei wäre das nun mal im Gegensatz zu Afghanistan echt ein Einsatz gewesen, der irgendwie einen Sinn ergeben hätte. Wie dem auch sei. Aber letztendlich bringt so eine Intervention ja nichts, nicht wahr? Denn was Gaddafi wirklich zu Fall gebracht hat, das waren ja nun nicht die Luftschläge der NATO, das waren die deutschen Wirtschaftssanktionen, sagt Westerwelle. Mann, wenn der so weitermacht, kriegt er nicht mal mehr im Ausland einen Job, wenn wir den alle abwehren.